Hi Leute und herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel. Wir haben das nächste Basic Flight Tutorial für euch, Folge 3. Diesmal geht es nicht mehr um Interfaces, HUDs oder MFDs, sondern diesmal wird es richtig spannend. Wir fangen nämlich heute mit der Flugsteuerung von Star Citizen an. Das heißt, jetzt geht es um die Flugmechanik. Das ist natürlich Weasons Leib- und Magenfutter, von daher wird er selbstverständlich hier den Großteil übernehmen. Und ich übergebe jetzt einfach mal direkt an dich, damit wir sofort loslegen können. Hallo und herzlich willkommen zurück in der Saber im Cockpit. Heute, wie gesagt, geht es um die Flugmechanik, das heißt Triebwerkssteuerung, Manövertriebwerk, Haupttriebwerk sowie Avionics-Systeme, Flughilfen, alles Themen, die einem beibringen oder die einem zeigen werden oder uns zeigen werden, wie das Steuern und die Flugmechanik funktioniert bei Star Citizen. So, Sawyer, folgt mir mal. Wir gehen auf 100% Schub. Dann beginne ich auch sofort mit der Erklärung. Und zwar, jetzt laufen wir hier unter voller Kraft. Wir können natürlich den Jäger über Pitch und Yaw steuern, im ganz normalen Kurvenkampf, wie wir das so gewöhnt sind von anderen Flugsimulatoren, von War Thunder oder ähnlichen. Ich mache jetzt mal so einen Anflug, ja, fange hier Sawyer ein, ziele auf ihn, würde quasi vorbeidonnern und mich wieder zu ihm ausrichten. Das wäre jetzt quasi klassischer Kurvenkampf. Aber tatsächlich gibt es noch andere Optionen. Und zwar, wenn ich jetzt einmal den Hauptantrieb deaktiviere, ich schalte jetzt mal auf 0 runter, warte, bis die Maschine sich stabilisiert hat. So, da ist sie fertig. Und jetzt kann ich auch diese Maschine tatsächlich nur über die Manöverdüsen steuern, indem ich mit Straving die Maschine steuere. Jetzt strafe ich hier gerade nach links. Ich habe dafür sogar einen Joystick auf der linken Seite, um einen sehr flüssigen Übergang bei den Straving-Bewegungen hinzubekommen. Oder aber ich kann auch über Vor- und Zurück-Strafen die Maschine steuern. Das wäre jetzt bei euch Alt-W und Alt-S. Müsste man sich vielleicht nochmal überlegen, ob man es irgendwie anders belegt oder auch einen Joystick dafür benutzt. Aber es zeigt uns schon, dass wir die Maschine, gerade weil wir hier im Weltraum sind, tatsächlich komplett anders steuern können. Wir können Flugrichtung und Blickrichtung des Jägers voneinander trennen. Das erinnert uns so ein bisschen an die Serie Battlestar Galactica, da machen sie das auch immer wieder, dass man dann zum Beispiel, wie ich es jetzt tue, den Gegner hinter sich herzieht oder im 90-Grad-Winkel zum Gegner fliegt, also hier schaut, ja, da könnte ich jetzt auch seine Silhouette öffnen, ich könnte jetzt nach unten straven, mit ihm seine Flugrichtung aufgreifen im Straving, puste mal kurz, ja, kurz den Nachbrenner aktiviert und könnte jetzt ihn unter Feuer nehmen. Tatsächlich gibt es da zig Optionen, wie man diese Maschine steuern kann. Ich kann natürlich das Straving links, rechts, oben und unten und vor und zurück auch unter laufender Maschine, unter laufendem Haupttriebwerk benutzen, um zum Beispiel gerade in so einem Kurvenkampf, in so einem Rotationskampf wie jetzt, ein Überschießen des Gegners zu vermeiden und ihn immer am HUD behalten. Jetzt öffnet er seine Silhouette. Auch das kann ich jetzt begünstigen mit dem Straven, dass ich halt ihn weiterhin unter so einem schönen, einer so schön offenen Silhouette im Blickfeld behalte. Da gibt es zig Optionen, also wir merken uns ganz, ganz wichtig, Flugrichtung muss nicht die Blickrichtung sein, der Jäger kann in eine andere Richtung rotiert sein während des Kampfes. Sehr, sehr, ebenfalls sehr wichtig ist dabei auch der Boost und der Afterburner, das sind jetzt hier bei dem Nachbrenner zwei verschiedene Stufen. Und zwar erleide ich beim Kurvenkampf immer wieder durch das Durchsacken ein gewisses Trägheitsmomentum. Man sieht es auch an dem Marker in der Mitte, an diesem grünen Kreis, dem TVI-Marker, dem Total Velocity Indicator, der mir den Beschleunigungsvektor des Schiffs anzeigt. Da sehe ich, wenn ich jetzt ein Manöver fliege, ich zeige das jetzt mal. Genau, dass der hinterherhängt, dass es ein Trägheitsmomentum gibt. Und dafür kann ich den Boost benutzen, indem ich einmal Shift drücke oder zweimal den Afterburner aktiviere, um das Schiff schneller abzufangen. Ich booste jetzt einmal, zack, und da springt schon der Total Velocity Indicator wieder ins Zentrum des Blicks. Also ist die Maschine abgefangen, das Trägheitsmomentum ist überwunden. Dafür ist dieser Boost und auch der Afterburner sehr, sehr wichtig. Der Afterburner, hier Double-Tap-Shift, nochmal vorgeführt, der liefert mir tatsächlich hier eine Spitzengeschwindigkeit von 390 Meter die Sekunde. Der kann auch sehr, sehr praktisch sein, um mich schnell aus Gefahrensituationen herauszuführen. Sehr, sehr wichtig, aber wenn man sich jetzt hier nochmal diese Geschwindigkeitsanzeige anschaut, diese Geschwindigkeitsleiter auf der linken Seite, dann ich booste jetzt einmal oder ich mache mal den Afterburner,
dann sieht man auch, dass da dieser Treibstoff für den Nachbrenner relativ schnell aufgebraucht wird. Der regeneriert sich nach aus dem normalen Treibstoff, aber Achtung, tatsächlich, wenn man sich jetzt darauf versteift, immer mit Afterburner oder mit Boost zu fliegen, zu steuern, dann wird man sehr, sehr schnell an die Grenzen kommen. Neben diesen normalen Triebwerkssteuerungen, neben Pitch, Yaw, Straving, Forward, Backward und der Haupttriebwerkssteuerung haben wir noch andere Flugsysteme, die das Verhältnis der Triebwerke zueinander, von Manövertriebwerk zu Haupttriebwerk oder auch die Steuerung des Schiffes manipulieren können. Da gibt es gewisse Einstellungen, gewisse Flughilfen, im Englischen auch genannt IFCS oder Intelligent Flight Control Systems. Die befinden sich hier auf der rechten Seite im HUD, unterhalb der Täuschkörper, oberhalb der Quantum Fuel Anzeige. Diese sogenannten IFCS helfen uns und verändern die Flugsteuerung. Der bekannteste ist wahrscheinlich der Coupled oder Decoupled Modus. Mit C kann ich ihn aktivieren und dann koppel ich den Hauptantrieb aus und kann die Maschine einfach rotieren und drifte weiter in den ursprünglichen Flugvektor. Auch hier dieser TVI-Marker, den wir hier sehen, sehr, sehr praktisch. Jetzt zeigt der Pfeil nach unten aus dem Kreis heraus und ich sehe, okay, ich muss offensichtlich rückwärts fliegen. Oder Rückwärtskamera, jetzt zeigt er in Flugrichtung rein in den Kreis und ich sehe am TVI-Marker, dass ich rückwärts drifte. Bei diesem Decoupled-Modus kann ich jetzt auch über das Straving diesen Vektor verschieben. Wir haben jetzt hier noch einen weiteren Verfolger bekommen. Ich könnte mich quasi so auf ihn einpendeln, mit rückwärts Straving die Geschwindigkeit weiter aufbauen, mit vorwärts Straving die Geschwindigkeit Distanz verringern zu ihm, die Geschwindigkeit abbauen. Vorsicht, natürlich bleibt man irgendwann auch stehen, wie ich es gerade vorgeführt habe, aber da kann ich dann einfach wieder rückwärts straven und wieder bekomme den Drift wieder Richtung Heck, Richtung 6. So, ich deaktiviere jetzt mal den Coupled-Modus wieder und jetzt sieht man auch, die Maschine beschleunigt wieder. Ich kann mit Boost nochmal nachhelfen, einmal Shift gedrückt, bin wieder mit voller Geschwindigkeit unterwegs im Combat-Modus, Space-Combat-Modus und finde jetzt hier unter dem Coupled noch die G-Safe-Steuerung. Das ist ein Schutzsystem, was die Beschleunigungsspitzen kappt, was die Performance etwas reduziert vom Jäger. Ich schalte es jetzt mal aus und führe es mal vor. Ich gehe jetzt mal in so ein Scheingefecht mit Sawyer. Ich hoffe, dein Kollege versteht das. So, genau. Zieh jetzt, jetzt habe ich dich verwirbelt, Entschuldigung. Ich ziehe mal hinterher. Macht nichts. Mach mal einen Afterburner, dann kann ich es mir noch besser zeigen. Double-Tap-Shift, überreiße das Steuer, booste noch mal rein, um dich wieder reinzukriegen. Da sieht man es schon, ich werde nämlich jetzt hier, mein Blick trübt sich ein, werde fast bewusstlos. Diese G-Safe-Steuerung kappt, wie gesagt, die Beschleunigungsspitzen und dadurch wird ein Unmächtigwerden des Piloten bestenfalls verhindert. Wir finden jetzt hier noch eine weitere Option, das ist das Com-Step. Dafür mache ich noch mal einen Kurvenflug hier, einen Kurvenkampfmanöver mit Sawyer. Wenn Sawyer jetzt so auf mich achtet, Feuer brauchst du gerade nicht. Ich glaube, es reicht, wenn du versuchst, mich so im Blick zu behalten. Wir merken jetzt schon selber hier am Steuer, dass ich immer wieder durchsacke. Da sehen wir das auch wieder an dem TVI-Marker, an dem grünen Kreis, dass wenn ich jetzt das Ruder nach oben reiße, dass ich eine ganze Weile brauche, bis dieses Schiff sich erholt hat und die Trägheit der Masse überwunden wird. Das heißt, ich achte aufs Fadenkreuz, das ist die tatsächliche Blickrichtung des Schiffs, und dann zieht dieser TVI-Marker, der den Beschleunigungsvektor, den tatsächlichen Drift des Schiffs beschreibt, der braucht eine Weile, um das einzuholen. Ganz einfach, wir haben einen Trägheitsmoment und die Triebwerke müssen das Schiff erstmal wieder auf Kurs bringen. Das heißt, der gesteuerte Kurs ist eine Art Idealkurs und der tatsächliche Kurs unterscheidet sich durch den Driftfaktor oder durch die Abdrift, wie man bei dem Schiff sagen würde, bei dem Schiff auf See. Wir können jetzt, wenn wir das Com-Step aktivieren, dann haben wir eine Art Anti-Rutsch-System, was das Schiff schneller stabilisiert. Ich führe es mal vor. So, ich richte mich jetzt hier auf Sawyer aus und zack, schon ist der TVI eingeschwenkt und ich bin wieder auf Kurs. Aber Leute, lasst euch nicht täuschen, ihr verliert einen Großteil eurer Manövertriebwerksleistung oder eurer Triebwerksleistung an sich und ihr werdet dadurch auf dem Punkt stehen bleiben. Ja, ihr macht zwar diesen Turn sauberer, diese Wende, aber dafür bleibt ihr auch auf der Stelle stehen. Ist ein bisschen so wie, ich schaff's irgendwie, dich jedes Mal zu verwirbeln. Das ist ein bisschen so wie bei der EVA-Steuerung heute auch schon, dass da sofort die Manöverdüsen anspringen und das Schiff wieder stabilisieren. Wir verlieren aber einen Großteil unserer wichtigen Performance dadurch, gerade im Dogfighting, werde ich dadurch zu einem perfekten Ziel.
Allerdings, also man sieht es hier sehr schön, dass im Grunde genommen ich einfach, wenn du mit dem kommst, dekappeln muss und im Grunde genommen einfach auf dir draufbleibe, ne, mit meinen Waffen. Und dementsprechend ist es sehr, sehr schwierig, da richtig auszuweichen. Genau, deswegen kommst du das Dogfighting auf jeden Fall auslassen. So, ich habe es wieder deaktiviert. Wir finden jetzt noch eine Option unter diesen sogenannten IFCS. Das ist hier das ESP oder auch Enhanced Stick Precision. Das ist nichts anderes als eine Zielhilfe, die die Sensibilität um den Gegner herum in Verbindung mit dem Vorhaltepunkt, mit den Pips, die wir jetzt sehen, eine höhere Genauigkeit schaffen im Nahbereich zum Ziel. Dazu muss man sagen, das werde ich nochmal beim Zielcomputer etwas genauer erklären. So, wir haben euch jetzt schon eine ganze Menge erklärt. Jetzt fehlt aber noch ein wichtiger Modus. Neben den normalen IFCS, neben diesen sogenannten Flughilfen, haben wir noch die IFCS-Modes. Das ist so eine Art Gangschaltung in Space. Wir finden sie auf der linken Seite unter der Geschwindigkeitsleiter, unter der Geschwindigkeitsanzeige. Wenn ich jetzt mal hier runtergehe auf unter 45%, dann bietet er mir sogar den langsamsten Modus an. Das ist der Precision Mode. Ich drücke jetzt einmal V und schalte runter. Man sieht schon, die Geschwindigkeit fällt massiv. Ich lande jetzt hier bei einer Spitze von 50 Metern die Sekunde. Ist wirklich nicht viel. Aber wenn ich jetzt hier über das Straving das Schiff ein bisschen auf den Kurs bringe, dann fällt mir schon auf, dass ich sehr, sehr präzise um Objekte oder andere Schiffe herumstraven kann. Hab halt das bestmögliche Verhältnis aus Schub und Manövrierfähigkeit, um präzise Operationen durchzuführen. Kann jetzt auch das Triebwerk ausschalten, hab hier quasi dann noch mehr Kontrolle und kann mich hier sehr, sehr empfindlich um andere Schiffe herumschlängeln. Ist für Landeanflüge, benutze ich das jetzt auch, wenn ich manuell landen möchte oder auch wenn ich jetzt so ein Trümmerfeld durchquere zum Looten. Auch da ist es sehr, sehr wichtig. Aber fürs Dogfighting kein Modus, den wir benutzen wollen. Da sind wir wirklich Sitting Ducks, ja, Zielscheiben. Ich gehe jetzt mal auf 100%, zeige euch nochmal den Space Combat Mode, wieder V gedrückt, kann hochschalten. Das ist jetzt quasi das beste Verhältnis aus Vorwärtsschub und Manövrierfähigkeit. Der ganz klassische Dogfighting-Flugmodus, Space Combat Mode, der mir das Zielen vereinfacht, den Kurvenkampf ermöglicht, also das ganz klassische Manöver. So, unser Kollege wird langsam etwas unruhig. Ich glaube, der will, dass wir ihn angreifen, aber da müssen wir noch ein bisschen warten. Das Tutorial ist gleich vorbei. wir haben jetzt hier noch den Cruise Speed. Den erreiche ich jetzt auch mit V. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier diese Verfolger hinter mir diesen Verfolgern weglaufen möchte, kann ich den aktivieren, lande bei 760 Meter die Sekunde. Für so mittlere Distanzen innerhalb einer Instanz kann ich das benutzen zum Erreichen von der Cryastro-Station, zum Erreichen von einem Comrade, zum Wiedertreffen von Leuten oder aber auch zum Ausweichen und Weglaufen, zum Wegrennen vor Raketen. Verschiedenste Möglichkeiten gibt es. Ich verliere in diesem, sage ich mal, Reisemodus, verliere ich einen Großteil meiner Manövrierfähigkeit. Straving funktioniert jetzt bei der Saber noch ein bisschen besser, aber tatsächlich nehmen auch die G-Belastung massiv zu. Ich würde es jetzt nicht empfehlen, da große Manöver zu fliegen drin. Ich kann aber im Decoupled-Modus tatsächlich immer noch die Maschine rotieren im Drift. Das ist durchaus praktisch, wenn man jetzt hier einen Verfolger zum Beispiel im Blick behalten möchte oder wenn man sogar sich auf Feinde ausrichten möchte, zwecks des Beschusses. Ich richte mich jetzt wieder aus, weil ich möchte jetzt diese G-Belastung nicht mitnehmen, richte mich wieder auf meinen TVI-Marker aus, koppel die Maschine wieder ein und gehe von der Geschwindigkeit wieder in den Space Combat Mode zurück, warte, bis das Schiff sich ein bisschen erholt hat, bis ich wieder in der Comfort Zone, sage ich jetzt mal, lande, des Manövrierens und richte mich auf Sawyer aus, bin wieder quasi im ganz normalen Kurvenkampf. So, wir fassen nochmal kurz zusammen. Wir haben euch die Triebwerkssteuerung erklärt, den Zusammenhang aus Haupttriebwerk, Manöverdüsen. Wir haben euch den ganz normalen Kurvenkampf vorgestellt, die Vor- und Nachteile erklärt. Wir haben euch die IFCS erklärt, die sogenannten Intelligent Flight and Control Systems und die Flugmodi dazu zu den IFCS sowie den Boost und den Afterburner. Damit haben wir jetzt die Grundlage gelegt, um die wichtigsten Flugmechaniken zu erklären und werden dann in Zukunft, wenn wir den Zielcomputer in der nächsten Folge geschafft haben, dann werden wir auch nochmal über Manöver sprechen und euch weiter vorbereiten aufs Dogfighting. Aber hier schon mal die Basis des Manövrierens, des Dogfightings, die Flugmechanik.
So ist es. Das heißt, jetzt geht's dann weiter mit den Basic Combat Tutorials. Das heißt, bleibt dran und guckt euch dann an, wie es mit dem Zielcomputer losgeht und dann natürlich bis irgendwann zu den einzelnen Manövern im Dogfight wird. Und Tipps und Tricks von Weezen sind natürlich auch ein paar dabei. Von daher bleibt dran, abonniert unseren Channel, wenn ihr up-to-date bleiben wollt bei Star Citizen, liked oder disliked die Episode, je nachdem, wie sie euch gefallen hat. Schreibt uns ein paar nette Kommentare rein oder ein paar Ideen, was ihr noch sehen wollt und was wir vielleicht auch vergessen haben. Und wenn ihr uns als YouTube-Creator für Star Citizen unterstützen wollt, dann geht doch mal auf unser Patreon-Profil. Das würde uns besonders freuen. In diesem Sinne, Weezen und Sawyer verabschieden uns nächsten Mal mit einem gemeinsamen 3, 2, 1 und See you on the flight deck!